nutzt ihr die Technologie immer auch für die interne Kommunikation beziehungsweise auch für Mitarbeiter, Onboarding, Ausbildung? Selbstverständlich, es ist natürlich Bestandteil unserer tagtäglichen Kommunikation mit dem Kunden. Also nicht nur natürlich für den Maiskunden, sondern in jeder Form der Kommunikation. Und selbstverständlich, der Mitarbeiter wird natürlich auch eingeführt und bekommt alle Tools vorgestellt. Und da ist natürlich die virtuelle Realität eine sehr starke Unterstützung, weil der Mitarbeiter lernt in sehr kurzer Zeit das Haus kennen, in unterschiedlichen Tagungs- und Bestuhlungsformen, in unterschiedlichen Angebotsformen. Das würde in der Einarbeitungsphase sonst ein Vierteljahr dauern, bis er genau diese Situation erlebt. Also wir haben hier einen deutlichen Zeitvorsprung bei der Einarbeitung.